Hallo zusammen, weiter geht's mit dem nächsten Skat und Dö Battle. Doch wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was zu besprechen. Letzte Serie, Eddie, da hast du mir richtig die Hammelbeine lang gezogen. Wollen wir da nochmal in die Liste reinschauen? Das lief ja erst ganz gut für mich los, aber dann, ja, was war's? Nervenverlust oder einfach nur Pech? Ich wollte gerade sagen, ich habe dir die Hammelbeine langgezogen. Ich konnte gar nicht so viel dafür, würde ich sagen. Ja, da war vielleicht einmal etwas zu euphorisch 18 und danach waren die anderen Spiele Folgeschäden, könnte man vielleicht auch so sagen irgendwie. Ja. Natürlich waren es Qualitätsspiele, die man viel häufiger gewinnt als verliert, aber das passiert dann in so einer Liste. Ist uns ja in den Live-Listen auch schon mal passiert, dass eine Ungenauigkeit auf einmal zu komischen Konstellationen geführt hat. Ja, sehr diplomatisch ausgedrückt. In dem Moment hätte ich hier schön in die ins Kantholz beißen können, aber das nützt ja auch nichts. Ja, hier Spiel 11 habe ich gerade offen. Ja, die 18, ich glaube, die kann man noch sagen, ne? Zwei Alte, ein Ass dabei, fünf Trumpf, noch eine 10 zu drücken. Findung schon, absolut gar nichts und dann fünf dagegen. Okay, den haben wir direkt aufgegeben. Das war noch nicht so schlimm. Im nächsten Spiel Karo finde ich auch schon nicht gut, kann das Spiel aber noch lösen. Und dann ging es los. Das 13. Spiel kann man ja mit ein bisschen Fantasie auch schon darauf kommen, mit zwei Bauern und drei Assen ohne Reizung den Gang zu spielen. Der wäre mir auch gar nicht bekommen. Da habe ich mich noch mit dem Herz doppelt offen begnügt. Ja, aber dann ist Ja, ich es. glaube, wenn man da jetzt früher, beziehungsweise, also wenn man da jetzt genauer drauf geachtet, geguckt hätte auf dieses Spiel, dann hätte man schon gesehen, ui, gut, dass ich keinen Gang gespielt habe. Der stand ja komplett schief und der wäre schon schief gegangen, genau. Vielleicht wäre das noch so ein Rettungssignal gewesen, wenn man es empfangen hätte. Ja, aber das heißt doch, dass man glaubt, wenn ein Gang, eine Karte schlecht steht, dann steht die nächste wieder schlecht. Man könnte genauso argumentieren und sagen, ja, jetzt stand da einmal doof, da habe ich die Nerven bewahrt und beim nächsten Mal pflück ich mir jetzt die Extrapunkte. Und das war dann in diesem Spiel hier im Spiel 15 der Fall. Ja. Ja, da dürfen halt nicht Bauern zusammen und Herz Ass bestellt stehen. Typischerweise kannst du die stehenden Bauern noch ab, solange Herz dann 1-1 steht. Deswegen habe ich ja auch mit der Herz-Lusche das Spiel eröffnet. Aber ja, zwei Bauern, viermal Pik. Kreuz läuft nicht, also stand richtig auf. Ja, richtig ohne Chance. Okay, gut, das war der erste. Und dann ist mir das gleiche Schicksal fast identisch nochmal passiert in Spiel 23. Vorhand, Mittelbauern, Ass König, Ass 10, Ass König Dame, Findung wieder zwei Luschen. Ja, und jetzt stellt sich raus, das hast es ja auch angekündigt. Du hast gesagt, die Karte sitzt wieder nicht gut an deinem Blatt schon zu erkennen. Aber ich wollte ja nicht hören, ne? Ja gut, ich meine, du denkst ja auch immer, dass ich irgendwie bluffe oder so, aber bis jetzt, glaube ich, hat das immer gestimmt. Ja, aber Nein. es kann ja auch einfach sein, dass das, aber eigentlich darf man das ja auch gar nicht verraten, ne? Weil in Wirklichkeit sagt man ja jetzt gleich so von wegen, ja, ich habe eine Farbe nicht und keinen Bauern vielleicht oder zwei Bauern Farbe frei, irgend sowas in der Richtung. Eigentlich sind das ja schon Signale. Die hätten dir aber in dem Spiel jetzt sowieso nicht großartig geholfen, denke ich, weil du wirst nie Herz zweimal offen oder Herz spielen, sondern wenn, dann spielst du Kreuz und dann läufst du gegen sechs, wenn du den Gang nicht spielst. Und von daher. Ja, also ich glaube schon, dass ich glaube dir inzwischen, ne? Ich habe verstanden, dass du gar nicht hier dabei bist, mich zu versuchen, jedes Mal mit Fehlinformationen anzufüttern. Das habe ich dir auch gar nicht zugetraut. Aber trotz alledem, auch wenn du jetzt die Ansage kriegst, der steht ein bisschen komisch, ja, ist dann trotz alledem, ist der Gang nicht trotzdem noch relativ stark. Sitzt halt. Ich glaube, dass speziell nach so einer Ansage sowieso Gang immer das beste Spiel ist. Ob man den jetzt zweimal offen spielen muss, das wage ich jetzt trotz allem mal zu bezweifeln. Irgendwie weiß ich nicht. Aber gut, der Gang muss das beste Spiel sein in Vorhand, denke ich auch. Ja, gut, die Herz oder Kreuz sieht auch stark aus. Vielleicht dann eher den Kreuz, ja, und der wäre dann natürlich auch wieder Gesechstrumpf, nur ein Pik. Naja, gut, okay, also so ist gelaufen. Sieht jetzt vielleicht schlimmer aus, als es tatsächlich war. Ein bisschen Unglück, ein bisschen Gier, das die übliche Mischung. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt legen wir mal direkt mit der nächsten Liste los. Ich bin dabei. Wieder mal ein gutes Blatt, ne?
Mutblatt, Daniel. Muss einfach zusehen, dass ich ein bisschen die Leere mitnehme und mich hier wieder ein bisschen zurückhalte. Mit Eddie zu tanzen, das ist halt eine etwas heikle Angelegenheit. So, Kreuz, Kreuz, Kreuz. Gucken wir Herz an. König, so schnell, das Ja, gefällt mir. das wird dir alles sehr gut gefallen. Es ist, Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. das Ne? sieht ja sowas von Dame geschmeidig aus. C4 auch noch vor mir. Moment, Moment, Moment. Das muss ich mal genauer überprüfen jetzt. Ja, ich glaube fast, der Eddie hat Blut geleckt für Schneider, ne? Ist erstmal Blut geleckt, ob das funktioniert. Ja. Ja, es wird nicht funktionieren, wenn Daniel alles richtig macht. Schauen wir mal, ob Daniel alles richtig macht. Ja, kann man denn da so viel falsch machen? Was hast du denn in Karo? Ass König, logischerweise. So. Okay. Das langt ja bei 14, wenn ich jetzt. Das langt ja bei 14, wenn ich jetzt Trumpf spiele, ne? Ja. So, hier komm her. Also ich behaupte, dass trotzdem einige Spieler Schneider gewonnen aufgegeben hätten, weil sie das nicht gleich erkannt hätten, dass 14 und 17 31 macht. Wobei das jetzt eigentlich nicht wirklich schwer ist. So, vielleicht legt Daniel nur Karo Lusche rein, macht er Ja, was auch. wäre denn? Hast du noch eine Trumpflusche? Ich bin jetzt, habe jetzt die Übersicht nicht. Wenn du eben mich in Trumpf reinschiebst auf 20, dann hättest du es, glaube ich, doch noch gehabt, weil ich dann Wieso? nur. Dann spielst du doch Herz Lusche dann. Ach so, du hast den Und König. Du hast den König. Ja, doch gut, immer dann. noch Ass König. Ja, gut. Ich guck mal. Ich dachte wieder, ich habe gar nicht so schlau gespielt, aber es war schlau genug in dem Fall. So. Alles schlau genug gewesen. Wow. Jetzt fange ich schon an, wie Daniel zu finden. Das ist ein gutes. Ah. Das nehme ich mal als gutes Zeichen Ja, und das ist kein schlechtes beziehe das mal Zeichen. auf die vorige Liste. Ja, alles korrekt analysiert. So, was macht man mit der Karte? Vor allem, was spielt man aus mit der Karte? Ja, gut. So, da haben wir ein Kreuz, ein Kreuz, ein Kreuz, ein Kreuz. Ich muss hier gerade noch mal schauen, kann man die Karten richtig sehen? Ja, kann man richtig sehen. So, was hast du da? Sechstmal Trumpf. Beikarte bescheiden. Okay, ich glaube, den können wir rausnehmen, sonst wird es noch weniger. Und ja. Ich hätte so wie Daniel Gang zweimal offen und einen Bauern rausstupsen müssen. Das wäre auf jeden Fall erstmal ein Plusrechner gewesen. So, Daniel, darf ich aber jetzt mal keinen Fehler machen. So, 8, 18, 33. Das Gute ist ja, mit den Vollen sieht das sehr mager aus. Ich denke mal, dass ich dieses attraktive Angebot ablehnen kann. Das ist ja wieder mal raffiniert gespielt. Andersrum wäre es mir lieber gewesen. So, was wirst du denn gedrückt haben? Herzkönig wahrscheinlich schon. Und dann Herz König Pik Lusche, hast ja. du noch einen Pik in der Hand. 8, 18. Ah, das sind die 33, die du eben vorgesagt hast. 33, genau. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trumpfstich und einen kleinen Karostich, ne? So sieht's doch aus. Na, so klein ist der Karo-Stich nicht. Ja, ich muss ja erstmal hier wieder was. Ich muss ja erstmal wieder was in Ach die so, ja, du Luft. Ich kannst muss ja jetzt erstmal in wieder Vollen was. vorspielen und ich kann einfach Karo 9 abwerfen und dann kannst du theoretisch auch noch ein bisschen hin und her. Ach ja, so, was hatten wir? 33. Ja, ich kann Du eigentlich kannst machen, alles. was du willst. Abwurf 43, dann kann ich Kreuz Luschner unterstechen. So, können wir es so rumlösen. Tschupp. Aber ich hatte das Spiel jetzt wirklich mega stehen. So, warte mal, ich muss sicherheitshalber. Ja, okay. Krank zweimal offen. So, ich habe Fahrt aufgenommen. Oh! Ja. Oh, Gegenwind! Gegenwind. Mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Fahrt du aufgenommen hast. Ja, so viel habe ich eigentlich gar nicht aufgenommen. Aber für 20. Ja, gut. Wenn du ein Gewinnspiel hast, Ich habe mich dann. jetzt.
Ich habe mich entschieden, 24 zu reizen. Ja, ich habe mal wieder nichts Dolles hier, aber wenn du ein Gewinnspiel hast, dann muss ich ja auch ein bisschen wieder gegenarbeiten. Das muss man auch. Ich habe ein sehr fragwürdiges Gewinnspiel, das werden wir gleich sehen. Deine 24 sind ja auch wieder nur eine Nullhebe, wa? Kann das sein? Das ist unsicher. Das ist unsicher. So viel verrät es mir diesmal nicht. So, wir können drei verschiedene plausible Spiele hier taufen. Und ich glaube, dazu wir werden. Dazu gehört auch Nulluvert wahrscheinlich. Dazu ne? gehört auch Nulluvert. Und ich glaube, wir werden trotz der 24-Reizung den Nulluvert hier favorisieren. Denn das mit dem Kreuz, das glaube ich dir nicht, tatsächlich. Oh, ich hätte wahrscheinlich sogar mein. Kommt drauf an, was im Skat lag. Ja, das ist so wie du redest, müsste eigentlich eine gute Karte gelegen haben, ne? Eine Kreuz-Lusche, ich weiß nicht, ob dir die so hilft. Also ich hätte zu beiden Blanken einen reingefunden, Daniel. Also Doppelblank zu Doppelblank. So gesehen habe ich dir vielleicht jetzt sogar noch ein Beatspiel abgenommen, wa? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Also ich hätte gegen Trumpf 3-3, glaube ich, immer noch. Ich habe Ass Bella 2-2 und 5 Trümpfe mit 2 und Trumpf 10 zu dritt. Also alles in Ordnung. So, hier kommt wieder nicht viel raus. Jetzt hat Daniel wieder Fahrt aufgenommen. So, jetzt sind wir wieder hier bei meinen üblichen Problemen. Nein, der Elmenhorster Grang lacht mich an. Aber ich bin ja jetzt ein gebranntes Kind nach der letzten Serie. Aber ich meine, wobei ich mir, glaube ich, geschworen habe in meinem ganzen Leben. Kann ich noch Kontra geben? Eigentlich nicht, ne? In meinem ganzen Leben wollte ich dieses Spiel nicht mehr als. Kann ich noch mal Kontra geben, Daniel? Versuchen. Beim Grang, ja, oder wie? Ich spiele doch nur Herz. Ach so! Oh, jetzt hast du mich natürlich komplett auf die falsche. War schlau, ne? War schlau, dass ich Herz gespielt habe. Ich habe ja jetzt 28, ich wollte dir gerade sagen. Das sieht nicht gut aus, wolltest du mir sagen, ja, ja. Kontra wollte ich ja geben, aber jetzt muss ich leider aufgeben, Rest schenken. Elmenhorster Grang. So. Eieiei. Das sieht aber natürlich wieder. Das muss jetzt wieder ins Grang gehen. Da haben wir ja wirklich Luxusprobleme. Wie muss der jetzt wieder sitzen, damit du den verlierst? Wir werden es überprüfen. Guck mal, fünfmal Herz schon mal piekfrei. Also es ist ein bisschen angemischt, aber ich glaube, wenn da nicht auch noch die Buben im Dritt stehen, so wie was nicht der Fall ist, dann passiert hier, glaube ich, nichts. Dafür haben wir mit sieben Freunden ein bisschen zu viel Kraft. Und Karo Dame gedrückt. So, was haben wir gedrückt? 13, ne? So, 24... 35, 49, 60. Da wird doch noch ein Stich für mich drin sein, wa? Ich nicht. Ja, genau. Ich glaube, mehr Kreuz 10 bringt. Also Pik darf ich nicht spielen, das habe ich aber verstanden. Kreuz 10 oder Herz 10. Ja, du würdest sogar mit Pik gewinnen, oder? Ich habe ja nur noch 2 Pik. Okay, dann machen wir es so. So, was geht ab? Was geht ab? Dieses Spiel nicht. Ich hatte irgendwie schon, weiß ich auch nicht, was ich da hatte. Blut geleckt wahrscheinlich. Karo geschlossen. Nur die ganze König, das kann nicht gut sein. So, sag's mal, Trumpf, Herz, Ass 10 und dann noch ein bisschen Gemüse an der Seite. Kreuz, Lusche, Dame, Pik. Lusche Dame. Na, wie hast du den denn gedrückt? Wie hast du den denn gedrückt? Ich glaube, ich weiß schon, wie wir ich ihn brauche, dass du ihn gedrückt hast. Und ich glaube auch, das Spiel ist zu stark, als dass du. Das Spiel ist zu stark, als dass du die beiden Damen gedrückt hast. Und deswegen hast du vielleicht tatsächlich Kreuz beide oben. Das wäre jetzt. Aber ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich bei zweimal Dame Lusche in diesem ganzen, wie wir gespielt haben, die falschen gedrückt habe. Das ist das dritte Mal übrigens.
War ja übrigens, ich kann mich ja auch entscheiden, wenn du in der anderen Farbe, kann ich die 21 auch noch hinlegen. Da musste ich jetzt einfach wissen, dass mir ja, das Spiel... Moment, wenn ich Pik Dame Lusche oben habe, kannst du doch nicht gewinnen. Oder? Nein, richtig. Pik Dame Lusche kann ich nicht schlagen, aber sechs Augen gedrückt kann ich jetzt noch schlagen, wenn ich den 21er Pik hinterher lege. Ich habe jetzt natürlich mich auf diese Verteilung festgelegt, weil ich gesehen habe... Ja, du hast dich wieder mal richtig festgelegt, genau. Weil ich mir gedacht habe, das ist zu stark, um sechs Augen zu drücken, das Spiel. So. Ja gut, und der Rest war klar. Pik ging nun mal nicht zu schlagen, also muss ich es in Kreuz versuchen. So, Karo doppelt offen. Das sieht schon wieder auch nicht so gut aus, ne? So richtig gut sieht das auch nicht aus. Mal sehen. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ja, gut. Das wird auch nicht funktionieren, das Spiel. Das ist echt beeindruckend. 14, 24, 35. Müssen wir was anbieten? Kreuz Dame König wäre einfacher gewesen. Also hätte genauso, wäre genauso einfacher. 35. Ja, ja gut. Ja. 49. Dann sollst du wenigstens auf 60 gewinnen. Das geht ja, glaube ich, gar nicht, oder? Das geht dann doch nicht. Oder geht das? Ist das genau 60? Bin ich ein bisschen noch über? Nee, ich wusste nicht, dass du ein Herz nicht mehr bedienen musst. Das ist, das sieht doch ganz gut aus. Drei Jungs, zwei Asse in Vorhand. Nach Aufnahme, Karo einfach verloren. Zweimal offen. So. Ja, willkommen im Club. Das Spiel ist, wir wissen es ja, dass es eins der härtesten ist. Ne? Macht ja trotzdem ein bisschen Laune. Vor allen Dingen, wenn sich die Härten so ein bisschen ausgleichend verteilen. So, das war auch wieder, hier. Ach so, wir wollten noch nicht so viel verraten, ne? Haben schon mal besser gefunden. Krank zweimal offen. Schmeckt mir auch nicht so richtig. Schmeckt mir nicht. Schmeckt mir das besser? Beides hat so seine Tücken. Ne? Ich glaube, wir machen es doch so. Rang zweimal offen, nee, das kannst du abhaken. Da brauche ich mehr Argumente. Hat beides so seine Tücken. Ja, das finde ich fair, dass du mir das immer zutraust. Beziehungsweise, oh guck, der sitzt ja ganz artig. Der sitzt ja ganz artig. Ja, mit diesen hat beides seine Tücken, verrät man es auch schon wieder, dass ich die blanke Pik 10 an sich nicht in Betracht gezogen habe. 7 und 24 könnte 31 ergeben. Damit bin ich einverstanden. Da kommt er, der Grang einmal offen. Ich stehe schon so unter Schock, dass ich diese Grangs nur noch einmal offen spiele. Erfreulich, erfreulich, dass ich dies so weit habe. Oh, Karo, sieben Augen gedrückt, das ist ja auch schnell erklärt. Ach, guck mal, es steht wieder schön Herz 2-2. Ja, ist ja auch kein so schlechter mit Karo Bella gedrückt in Hinterhand. Aber so Kreuz, Dame, Lusche und... Kreuz, Dame, Lusche im Aufschlag wäre noch eine Geschichte, die dich auch ein bisschen vielleicht hätte herausfordern können, aber so wie es jetzt sitzt, hätte mir das auch nichts genützt. So, was machen wir? 14, der einfach gewonnen. Das ist ganz egal, wie rum wir spielen. Unsere drei Stiche gibt's, aber nichts zum Sieg. So. Ja,
Herz einmal geöffnet. Tja, 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 was schlagen wir da auf? Komm, Mann, Ass auf den Tisch. Mensch, Kreuz hast du ja gar nicht so viel, was? Was hast du denn da? Sechsmal Trumpf mit dreien, kein Stück Kreuz. Pik 10 zu dritt, Karo Ass zu dritt. Tja, wollen wir schon mal ein bisschen andicken hier. Nicht, dass du auf die Idee kommst, hier abzuwerfen. Ja, sitzt ja wieder auf ganz das easy. Sieht aber wirklich am Schneider aus, oder? Ja. Das sieht aber wirklich sehr Schneider aus. Ja, komm, spielen wir hier zwei, drei Züge. Vielleicht vergesse ich ja Pik 8 vorzuspielen. Vielleicht, ja, habe ich gedacht. Vielleicht vergisst du Pik 8. Aber du hast es nicht vergessen. So, guck mal an. Vielleicht lässt du mir noch in Trumpf einen Stich. Nein, tust du auch nicht. So, letzte Chance für dich jetzt noch einen Fehler zu machen. So, okay. Danke, dass du sie mir gegeben hast. Das wäre noch nicht mal, hätte auch noch nicht für rausgereicht. So, Eddie Robb wieder ran. Also, hier die Chance auch nochmal ergreifen. Oh, und ich habe vom Kreuzbuben im Stock geträumt. Ich habe davon mir eine Sekunde erlaubt, das zu träumen. Aber er war nicht drin. Aber der zählt ja auch nicht rückwärts. Spiel Schneider gewonnen. So, und da springen wir auch nochmal rein. Jawohl, das sollte reichen für ein Gewinnspiel. Sollte reichen. So, ist das jetzt eine Karte, wo der Speer eigentlich wirklich Sinn macht? Wahrscheinlich nicht, ne? Welche Konstellation will man damit abdecken? Womöglich. Manchmal ist er ja auch schon baden gegangen. Ich glaube, hier ist Trumpf besser. So, immerhin komme ich aus dem Schneider bei dem Spiel. Oh, vier Trümpfe wieder. Hast dich wieder vollgesogen. Na gut. Ja. Okay, ja Mensch, da hat das ist das Pendel wieder zur anderen in die andere Seite geschwungen. Erfreulich. Und absolut. Hat gerade so, glaube ich, die vorige Liste egalisiert. Also bleibt es spannend, ne? Das war du hast jetzt 540 und ich hatte davor 670. Das heißt, ja, irgendwie sind nur 130 Punkte Unterschied bei rausgekommen und ich glaube, du hattest 30, 40 vor. Also ist alles wieder fast Pari-Partie. Alles fast Pari, das werden wir nochmal ausrechnen vor dem finalen Battle. Und ja, damit sage ich danke, Eddie. Danke, Daniel. Bis bald. Tschüss. Schöne Runden. Bis dann.